Hallo, mein Name ist Sören Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und in diesem Video gibt es die zweite Folge aus Sörens Küchenstudio. Und zwar nehmen wir heute mal die rote Beete etwas genauer unter die Lupe und schauen uns an, warum rote Beete bzw. rote Beete-Saft besonders gut ist für die Gesundheit bzw. wie genau sie wirkt. Die rote Beete ist ein Wurzelgemüse und sie zeichnet sich unter anderem durch ihre starke rote Farbe aus. Diese rote Farbe bekommt sie durch den sekundären Pflanzenstoff Betain. Und dieser sekundäre Pflanzenstoff hat viele gesundheitsförderliche Effekte. Und zwar einmal wirkt er leberstimulierend und gallestimulierend. Das heißt, es stärkt die Entgiftungsleistung und die Verdauung. Dadurch, dass mehr Galle produziert wird, kann die Nahrung besser verdaut werden. Und ja, wenn Leber und Galle besser funktionieren, kann natürlich auch der Körper sich besser entgiften. Also das ist der erste Punkt, warum rote Beete so wirkungsvoll ist, die stärkere Entgiftung und die bessere Verdauung von den Lebensmitteln. Ein weiterer Punkt ist, dass Betain den Homocysteinspiegel senkt. Was ist Homocystein? Homocystein ist eine Aminosäure, die bei der Verstoffwechselung von tierischen Eiweißen entsteht. Und Homocystein ist halt in größeren Mengen sehr, sehr schädlich. Und zwar greift es halt sämtliche Gefäße an, also Blutgefäße, die Herzgefäße, auch die Gehirngefäße. Und das kann dort, wenn dauerhaft die Homocysteinspiegel zu hoch sind, kann es halt zu großen Schädigungen führen. Und da kann man natürlich mit der roten Beete durch das Betain zum Beispiel entgegenwirken. Natürlich sollte man auch den Konsum von tierischen Eiweißen allgemein sehr stark einschränken. Ein weiterer Punkt ist, dass Betain den Serotoninspiegel erhöht. Serotonin ist ein Glückshormon. Da habe ich auch schon in dem Video über Aknonomin drin gesprochen, dass Aknonomin den Gehirnstoffwechsel beeinflusst und auch die Serotoninproduktion beeinflusst. Und anscheinend wirkt dieses Betain auch positiv auf den Serotoninspiegel, was sich natürlich dann in einer stabileren Psyche bzw. in einfach einem besseren Gefühlszustand äußert. Man ist halt einfach besser drauf. Natürlich habe ich wieder die wissenschaftliche Lage abgecheckt und einige coole Studien gefunden. Also die Studien wurden alle mit Rote Beete Saft durchgeführt. Und ja, was wurde rausgefunden? Zum Beispiel, dass es die sportliche Leistung steigert. Sowohl bei Ausdauersportarten als auch bei Schnellkraftsportarten bzw. Sportarten, wo man quasi über einen kurzen Zeitraum diese Höchstleistung bringen muss, wurde festgestellt, dass es ungefähr die Leistung um 2% durchschnittlich steigert. Das klingt jetzt erstmal recht wenig, aber natürlich für Spitzensportler macht das einen riesigen Effekt aus, weil da halt jede Zehntel oder Hundertstel Sekunde entscheiden kann. Und dementsprechend ist auch ein wichtiger Punkt, dass man durch rote Beete die sportliche Leistung steigern kann. Die Studien, die ich gefunden habe, waren einmal beim Radfahren und dann noch beim Kajaksport. Wodurch das kommt, also die Wissenschaftler haben sich das so erklärt, dass die rote Beete halt recht viel Nitrat enthält und in dem Nitrat ist halt auch Sauerstoff, sage ich mal, gebunden und das Nitrat wirkt zudem gefäßerweiternd, wodurch der Sauerstoff besser transportiert werden kann, wodurch diese Leistungssteigerungen erklärbar sind. Also die gleiche Erklärung dient auch dafür, für den zweiten positiven Effekt, und zwar die Blutdruckregulation. Das heißt, es wurde nachgewiesen, dass rote Betesaft sehr gut dazu dient, den Blutdruck zu senken bzw. zu regulieren. Und da gibt es auch verschiedene Studien, wo das getestet wurde, wo man rote Betesaft gegeben hat. Dann hat sich der Blutdruck nach einigen Stunden, ist er signifikant nach unten gegangen und hat auch 24 Stunden lang angehalten. Natürlich wäre es noch interessanter gewesen, wenn man das über einen gewissen Zeitraum verfolgt hätte, aber dazu habe ich jetzt nichts weiter gefunden. Aber die Erklärung wäre wieder die gleiche, dass zum Beispiel der Sauerstofftransport besser funktioniert. Und ja, allgemein zum Thema Blutdruck ist natürlich zu sagen, ein Blutdruck entsteht nicht ohne Grund. Der Blutdruck entsteht, weil das Herz die Pumpleistung erhöht und alle Zellen sozusagen mit Blut versorgen will. Und ja, wenn das halt schwer möglich ist, wenn die Gefäße verengt sind, dann wird die Pumpleistung erhöht und dadurch steigt natürlich der Druck auf die Gefäßwand. Das heißt, es ist ein höherer Blutdruck. Das heißt natürlich auch, dass es jetzt einfach nichts bringt, wenn man einfach nur den Blutdruck senkt mit Medikamenten, weil dann macht man das eigentlich nur noch schlimmer. Das heißt, die herzentfernten Bereiche können nicht mehr so gut mit Blut versorgt werden und das kann natürlich weitreichende Schäden haben. Deswegen macht es natürlich viel mehr Sinn,
an den Ursachen zu arbeiten, warum es dann zu diesem Bluthochdruck kommt, beziehungsweise warum dann die Gefäße verstopft sind, warum da diese Ablagerungen sind. Aber das ist jetzt nicht Thema des Videos, das kann man nochmal in einem anderen Video besprechen. Heute geht es ja jetzt speziell um die Wirkung der roten Beete. Dann ein weiterer Punkt ist, dass die rote Beete sehr, sehr stark antioxidativ wirkt. Das heißt, sie wirkt oxidativem Stress entgegen, sie ist ein sogenannter Radikalfänger und hat dementsprechend ja auf die ganze Gesundheit sehr positive Auswirkungen. Zum Beispiel auf sämtliche Entzündungen, Stress und so weiter und so fort. Da habe ich verschiedene Studien gefunden. Zum Beispiel einmal wurde getestet, dass, ja sage ich mal, das antioxidative Potenzial von 23 verschiedenen Säften, da hat die rote Beete ja am besten abgeschnitten und ja alle anderen Säfte sozusagen übertroffen. Was zum Beispiel auch an ihren, ja, an den Betain liegt, an den Flavonoiden, die enthalten sind. Und ich habe noch eine weitere Studie zum antioxidativen Potenzial gefunden. Und zwar wurden da wieder verschiedene Säfte miteinander verglichen. Da musste sich die rote Beete nur dem Granatapfelsaft geschlagen geben. Aber ansonsten ja, war sie auch besser als alle weiteren getesteten Säfte. Und letzte Studie zu dem Thema, die ich gefunden habe, dass da wurden verschiedene Säfte sozusagen mit einem freien Radikal ausgesetzt. Und es wurde quasi geguckt, wie stark antioxidativ sie wirken, beziehungsweise wie sie das freie Radikal in seiner Wirkung einschränken können. Und in dieser Studie war auch wieder die rote Beete am stärksten antioxidativ. Rote Beete, sehr, sehr stark entzündungshemmend, sehr, sehr stark antioxidativ und auf jeden Fall das eine weitere Top-Eigenschaft von der roten Beete bzw. vom rote Beete-Saft. Dann habe ich bei meinen weiteren Recherchen noch einen anderen sehr positiven oder einen sehr interessanten Fakt gefunden. Und zwar wird rote Beete auch in der alternativen Krebsmedizin genutzt, beziehungsweise der Saft aus der roten Beete. Und da habe ich eine Studie gefunden, beziehungsweise einen wissenschaftlichen Artikel. Und dort wurde geschrieben, dass ein ungarischer Arzt von 22 Krebspatienten, zum Beispiel, die hatten Lungenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Brustkrebs, hat er 21 heilen können, also 21 waren danach frei von Krebs. Und das hat er gemacht mit dem Saft aus 1 Kilo roter Beete, dreimal über den Tag verteilt getrunken. Und dadurch wurden die Krebskrankheiten bei fast 100% der Leute geheilt. Ich weiß nicht, was er sonst noch gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ernährung allgemein umgestellt wurde, dass noch entgiftende Maßnahmen getroffen wurden. Aber auf jeden Fall hat er gesagt oder wurde geschrieben, dass die rote Beete der zentrale Faktor war beim Thema Krebsheilung. Das lässt sich zum Beispiel auch erklären durch den hohen Anteil an Betain. Also Betain sind ja sekundäre Pflanzenstoffe und die gehören zur Gruppe der Anthocyane. Und Anthocyane sind quasi auch stark in Beeren enthalten. Und Kirschen und sowas, weswegen bei Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und Co. eine sehr starke krebshemmende Wirkung bewiesen wurde. Und also meine Schlussfolgerung wäre jetzt, weil sich dieses Betain ja quasi zu der Familie der Anthocyane gehört, dass quasi diese krebshemmenden oder die krebsheilenden Wirkungen auch auf den hohen Betain-Gehalt zurückzuführen sind. Natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle. Natürlich hat die rote Beete auch einiges an Mineralien zu bieten oder zum Beispiel an B-Vitaminen, Vitamin C und so weiter. Aber ich denke, der Hauptfaktor geht von diesen sekundären Pflanzenstoffen aus. Ja, ein wichtiger Punkt ist noch, dass diese ganzen Studien, außer das letzte, was ich erzählt habe, das mit dem Krebs, da war es frisch gepresster Saft, aber die ganzen Studien, die ich gefunden habe zum Thema, das war alles mit pasteurisiertem Saft, also kein frisch gepresster Saft. Und bei frisch gepresstem Saft müssen die Heilwirkung noch viel, viel größer sein, beziehungsweise die Gesundheitswirkung, auch die Wirkung auf die Leistungsfähigkeit, ob es jetzt im sportlichen Bereich ist oder in der Gehirnaktivität oder in der Gehirnleistung, da gibt es auch einige Untersuchungen in dem Bereich. Und bei frisch gepressten Saften müsste das Potenzial noch viel höher sein, da die rote Beete ja nicht pasteurisiert wird und da viele Vitalstoffe natürlich bioverfügbarer sind, wenn man den Saft presst und ihn direkt danach trinkt, ohne ihn zu erhitzen oder noch schlimmer zu pasteurisieren. Und genau deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie man so einen rote Beete-Saft presst in einem Slow Juicer, beziehungsweise welche Zutaten man noch hinzufügen kann, um sich einen richtig schönen Saft zu machen, um seine Gesundheit zu boosten, um ja, die Verdauung zu verbessern,
was für die Herzgesundheit zu machen, für das Gehirn, natürlich auch für die Haut, wenn die Entgiftung verbessert ist, wenn die Verdauung verbessert wird, dann wirkt die rote Bete natürlich auch sehr gut auf alle Hautproblematiken. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man so einen Saft beispielsweise presst. Natürlich kann man auch den rote Bete-Saft pur genießen. Der eine oder andere stört sich vielleicht an dem ja etwas erdigen Geschmack. Und wir können das Ganze ja noch etwas aufpeppen, geschmacklich, und natürlich auch noch mehr Inhaltsstoffe reinpacken. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wichtig ist erstmal, dass ihr einen Slow Juicer habt. Der Slow Juicer presst quasi mit einer Walze die Pflanzenfasern aus. Und da kommt dann der Saft raus. Und da sind die ganzen quasi die ganzen Vitalstoffe werden nicht beschädigt, wie bei einem Safter, der quasi das Ganze sehr schnell macht, der die Fasern aufbricht, also kaputt mixt, und wo das Ganze dann quasi durch die Luft geschleudert wird, da kommt halt sehr viel Sauerstoff dran, da kommt es zu großen Nährstoffverlusten. Deswegen, wenn ihr euch einen Safter holt, holt euch erstmal einen Slow Juicer. Da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Ich muss sagen, ich habe auch noch einen, sage ich mal, so ein Basismodell. Die kosten eigentlich alle gleich viel, also die kosten alle so 90 bis 110 Euro, funktionieren alle ähnlich mit dieser Walze. Gibt natürlich noch einige bessere, zum Beispiel der Angel Juicer wäre der beste, ich glaube der kostet 1000 oder 1200 Euro, wird auch eine meiner nächsten Investitionen. Aber für den Anfang, wenn ihr das mal austesten wollt, verrichtet so ein Ding hier auf jeden Fall auch gute Dienste. Also ich habe damit auch schon einige 100 Liter Saft gepresst bei Saftfasten bzw. bei Saftfastengruppen, die ich geleitet habe. So, was haben wir dabei in unserem Saft? Natürlich rote Beete aus eigenem Anbau. Haben wir jetzt hier schon vorbereitet. Ups. Dann haben wir sehr viel Grünzeug, frisch gepflückt, Wildkräuter. Zum Beispiel, was haben wir da? Einmal Spitzwegerich. Dann Löwenzahn, das kennen sicherlich die meisten von euch. Was haben wir noch? Was man jetzt im Herbst besonders gut findet, ist Nelkenwurz. Und dann haben wir noch die Schafgarbe. Alles Wildkräuter mit super viel Nährstoffen, mit sehr vielen sekundären Pflanzenstoffen, mit viel Chlorophyll, mit vielen Bitterstoffen. Checkt auf jeden Fall mal die Videos ab zum Thema Grünzeug, warum das so wichtig ist für Gesundheit, für gesunde Haut, für eine gesunde Verdauung. Und auch das Video zu den Bitterstoffen, da habe ich das alles nochmal ausführlich erklärt. Was haben wir noch dabei? Zitrone, sogar mit Schale, also ich werde auch ein bisschen Schale mit reinmachen. Aber das natürlich nur bei Bio-Zitronen, weil, sagen wir mal, in der Schale oder unter der Schale sind die meisten Nährstoffe. Also hier in diesem Weißen, was ein bisschen bitterer schmeckt, oder auch speziell in der Schale an sich, sind super Inhaltsstoffe drin. Auch die ätherischen Öle in der Zitronenschale verleihen auch nochmal dem Saft ein spezielles Aroma. Und auf jeden Fall eine Top-Zutat für jeden Saft. Zitrone, ja, peppt jeden Saft auf jeden Fall. Also einmal geschmacklich und auch von den Inhaltsstoffen. Dann für noch ein bisschen Schärfe, jetzt gerade im Winter, immer Ingwer mit reinmachen. Also ich mache es jetzt mit rein, die könnt ihr euch natürlich aussuchen, wenn ihr es nachmacht, wie ihr das macht. Aber Ingwer ist auf jeden Fall auch eine Top-Zutat. Wirkt sehr erwärmend, sehr gut für die Darmflora. Auch super natürlich, wenn man mal eine kleine Erkältung hat. Ein paar Gurken, schon vorbereitet für den Geschmack. Natürlich haben die auch noch einige positive Bestandteile. Und die rote Beete, wie gesagt. Ein kleiner Nachteil bei diesen, sage ich mal, billigeren Entsaftern ist, dass sie Probleme haben bei so faserhaltigen Sachen. Besonders bei Wildkräutern oder halt dunkelgrünem Blattgemüse. Also pur würde ich es jetzt nicht reinmachen. Ich würde es immer in Verbindung mit zum Beispiel rote Beete oder Gurke oder Zitrone reinmachen. Dann kann es halt besser durchgepresst werden, als wenn man jetzt die Kräuter, die Wildkräuter, das Grünzeug pur reinmacht. Ach so, und ich kann es nicht häufig genug betonen, dass ein frisch gepresster Saft viel, viel, viel besser ist als jeder Saft, den ihr fertig im Laden kaufen könnt. 10-mal besser oder was weiß ich, viel, viel, viel besser. Und wichtig noch bei den Säften, wenn ihr euch selber welche presst, haut euch nicht das ganze Obst rein in rauen Mengen, weil ja, das die Blutzuckerspiegel wieder steigen lässt. Das führt zu sämtlichen Problemen, ist auch nicht so gut für die Darmflora wegen dem ganzen Fruchtzucker, sondern guckt darauf, dass ihr immer ordentlich Gemüse drin habt. Viel Grünzeug vor allem, Zitrusfrüchte, die nicht so viel Fruchtzucker enthalten, und dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und falls ihr euch wundert, ja, warum ich jetzt ein anderes Hemd
trage. Das ist mein Arbeitsschutz. Ich habe mich kurzfristig dazu entschlossen, das nicht mit einem weißen Hemd fortzuführen, weil ja die rote Beeteflecken wahrscheinlich nicht ganz so leicht rauszubekommen sind. Aber legen wir jetzt mal los und pressen wir den Saft und danach gibt es noch eine kleine Geschmacksprobe. So, hier haben wir das Ergebnis. Ich glaube ungefähr einen halben Liter rote Beetesaft mit Zitrone, mit Grünzeug, mit Ingwer. Kurze Kostprobe. Ja, auf jeden Fall sehr erfrischend. Eine gewisse Schärfe ist drin durch den Ingwer. Schöne Frische durch die Zitronen. Dieses Erdige von der roten Beete spürt man eigentlich gar nicht mehr. Die Greens geben auch nochmal eine gute bittere Note rein. Also auf jeden Fall sehr lecker, das werde ich mir jetzt erstmal gönnen. Und ja, wenn ihr einen Saft presst, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr vorher alles vorbereitet. Also vor allem, wenn ihr größere Mengen presst, dass ihr das alles schon vorher zusammenschneidet und dann nur noch reinpacken müsst in den Safter, dann geht es natürlich alles viel besser. Und ein wichtiger Faktor, ich sage ja sonst immer, alle Sachen von den Pflanzen mit verwerten, die verwertbar sind. Das heißt, ich habe jetzt hier die Zitronen mit Schale reingemacht, Ingwer mit Schale, Gurken mit Schale. Und ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die Blätter der roten Beete. Also nicht wundern, warum ich die jetzt nicht mit eingebaut habe. Die habe ich in den letzten Tagen immer in meine grünen Smoothies mit reingepackt, beziehungsweise waren es dann eher rote Smoothies. Noch ein kurzer interessanter Fakt zu den Blättern. Also in den Blättern von diesen Wurzelgemüsen, egal ob jetzt rote Beete oder Karotten oder Kohlrabi, sind halt immer viel mehr nochmal Nährstoffe drin, als in den Wurzeln ohnehin schon sind. Ich habe es mal recherchiert, wie es bei der roten Beete ist. Das lese ich mal kurz vor. Und zwar enthalten rote Beeteblätter die 7-fache Kalziummenge, die 3-fache Magnesiummenge, die 6-fache Vitamin C-Menge, die mehr als 200-fache Vitamin A-Menge, beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, Beta-Carotin ist hier gemeint, und die 2000-fache Menge an Vitamin K. So viel dazu. Und natürlich viele andere Sachen sind auch viel, viel höher dosiert. Können jetzt natürlich nicht alle aufgeschrieben werden. Also, wenn ihr es in Bio-Qualität bekommt, dann nutzt die Schalen mit, nutzt vor allem die Blätter mit und nutzt auch die Kerne mit. Dann seid ihr auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ja, ich bin natürlich auf euer Feedback gespannt. Habt ihr Erfahrungen mit rote Beete oder mit Säften, mit Saftfasten? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Und ansonsten probiert es auf jeden Fall mal aus. Rote Beete-Saft, extrem wirkungsvoll. Habe ich ja alles erklärt im Video. Ich lasse mir jetzt hier erstmal den Saft schmecken, bevor die Inhaltsstoffe immer mehr an Bioverfügbarkeit verlieren. Und Prost! Mit diesem Video verabschiede ich mich aus Sörens Küchenstudio.